Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, mit dieser netten Aussicht haben wir aufgehört und also, jetzt ist es an der Zeit, die Hauptquest weiterzumachen. Aber wie endete Freya allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat, selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Jetzt bin ich neugierig. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie, es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh, wie Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Nein. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Lebewesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Arme Freya, an ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angespuckt. Ja, ich auch. Okay, jetzt wissen wir endlich, warum Freya so mysteriös war. So, wo müssen wir denn hin? Bin ich in der richtigen Richtung unterwegs? Ich denke mal. Nein. Jetzt bin ich in der richtigen Richtung. So, nochmal kurz auf die Karte. Hier rechts durch und dann zur Brücke. Ist ja kompliziert hier zu navigieren. So, habe ich noch eine Geschichte, die ich meinem Sohnemann erzählen kann? Zumindest aktuell fragt er auch nicht danach. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, wenn ich alles richtig deute, müssen wir einfach da hinten hin. War doch ganz einfach zu finden. Weiß nicht, was ich mich so angestellt habe. Gut, es ging tatsächlich, nachdem ich nicht mehr gesidetrackt wurde. Ist das ein Fisch oder war das ein Frosch, der hier Extremsprünge gelegt hat? Sah aus wie ein Frosch. So, da war ja noch was. Und Stärke wird erhöht. Wunderbar. Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das springende Fische sind. Weil wenn Frösche das so ambitioniert machen, dann komme ich schon ins Zweifeln. So. Wir müssen eigentlich da unten durch, aber hier ist noch ein, zwei Gegnerchen. Oh, Stufe 5. Junge, wir haben ein gutes Level. Warum? Noch eine Schriftrolle. Junge, Bildung am Morgen. Hier. Also, geht wohl nicht, während ich gerade angegriffen werde. Die Pest doch auf. Weiß nicht, was du immer hast. Hier. Ja, ist dir auch aufgefallen, oder? Mir fällt sowas positiv auf. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Hoffen wir's mal. So, was bist du, Kollege? Willst du mich angreifen? Hab das Gefühl, du willst aufwachen und mich angreifen. Du siehst angriffslustig aus. Okay, da ist auch ein Portal. Komm mal zurück zum Händler. Wenn wir es denn wollen. Oh, die Gesundheit nehme ich gleich. Weil das bleibt hier bestimmt nicht immer so ohne Folgen. Okay. Ach, wir hätten auch einfach zu Fuß gehen können. Naja, weiß man's. So, da oben kommen wir auch rein. Und auf der anderen Seite explodiert wieder Zeug. Ich wollte doch E drücken. Verzeihung, mein Kind. Hab ich dich irritiert. So. Einmal anlegen. Wir haben ein neues Dock gefunden. Nicht in der Nähe stehen bleiben. Na gut. Eh zu spät. So, was haben wir denn hier oben? Ich glaube, Atreus ist jetzt stark genug, um allein zu klettern. Was war das denn für ein Geräusch? Oh je, hoffentlich kommt kein Monster raus. Doch. Stufe 6. Ah. Geht grad schlecht, Junge. Ich bin gestorben. So. Nochmal.
Von wegen nochmal. Also mit denen warten wir vielleicht noch ein kleines bisschen. Stufe 6 ist dann ein bisschen ambitioniert, würde ich sagen. Junge. Sehr gut. Vielleicht braucht man das später ja mal. So, hier können wir auch rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Nein, nein. Ah, Fafnir. Hab mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. War er. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Ja. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Och, ich finde ihn eigentlich gerade ganz nett da, wo er ist. Was für Bindungsschreine? Will hier an den Loot kommen. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Ja. Sieht erledigt aus. Ich bin auch ziemlich erledigt. Junge. Stufe 5. Junge, ich glaube, wir sind hier unterlevelt. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich nicht richtig an, hier zu sein. Vielleicht wegen dem riesigen Drachen. Wäre jetzt aber nur eine Vermutung. Ich nehme halt das Hilfe-Item. Du, kann ich dir irgendwie helfen? Bevor du mich hier verbrutzelst. Ja. Hau. Ständiges Ärgernis für Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient eine solche Gefangenschaft. Na gut. Gieriger Drachen gewordener Zwerg. Dann retten wir ihn mal, obwohl wir ihn gerade nicht leiden können und obwohl er uns angreift. Wo sind denn die anderen Bindungsschreine? Die Gesundheit ist gar nicht so schlecht. Ganz, ganz ruhig hier. Hier ist noch eine Truhe, die nehme ich. Ja, ich ja gut. Atreus ausweichen. Sitzt der einfach hier rum? Wieso befreit ihr den Drachen nicht einfach? Ich habe die Frage des Jungen nicht beantwortet. Wie wurde dieser Zwerg zum Drachen? Sicher bin ich nicht, aber er hat seine Langfinger nie von magischen Artefakten lassen können. Vielleicht hat er der falschen Warngöttin ein Schmuckstück geraubt. Ja, das wäre möglich. Hier, Junge. Hier. Junge. Trag das mal in deinem Notizbuch ein. Wer das wohl geschrieben hat? Weiß nicht. Jemand, der gut mit dem Hammer und Meißel war, schätze ich mal. Jo. Das kann man hier gleich öffnen. Und auch hier scheitert es hoffentlich jetzt nicht an dem letzten Siegel. Oh, eine Galionsfigur. Nö, Hacksilber. Auch nicht schlecht. Ah, guck mal, da ist das letzte Ding drin. Wäre ja auch zu einfach gewesen, hätte das jetzt einfach so geklappt. Na gut, muss hier noch ein Weg auf die andere. Da ist ein Weg. Hui. Komm schon, Junge, bevor wir verbrennen. Ja, ich hüpfe hier. Ich hüpfe hier um mein Leben. So. Was bist du denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach, das kann ich gerade nicht aufmachen. Ja, ist gut. Junge, du machst ihn fertig. Schock ihn mal. Ja, das ist ein sehr unfreundlicher Typ. Ich nehme mir mal das Health-Item. Einfach nur so. Einfach nur so. Ja, ich nicht. Ich nicht wirklich.
Boah, hat der ein Leben. Rage. Komm schon. Den müssen wir doch irgendwie besiegen können. Komm schon. Ja, ja, so viel zu fast geschafft. Junge, mehr Pfeile schießen. Was ist los mit... Wieso nicht? Und wie soll ich den jetzt besiegen? Der hat mich so weggebrutzelt. Das geht doch gar nicht. Vielleicht muss ich aufleveln. Vielleicht muss ich einfach aufleveln. Schauen wir mal. Fähigkeiten. Boah, XP-Hammerpaar. Blocken könnte sich lohnen. Schildkampf, was können wir denn? Vorherige Fähigkeit erfordert. Tippen Sie Q zweimal an, um den gegnerischen Block zu durchbrechen. Ja, ja. Ja, mach mal alles. Drücken Sie links, um einen Block in letzter Sekunde und den Angriff mit einem starken Schildschlag zu kontern. Kann nicht schaden. Rechts in letzter Sekunde, um starken Schildstoß. Projektilangriff brauche ich gerade nicht. Was haben wir hier? Ragekampf, den müssen wir auf jeden Fall leveln. Gewaltigen Schwingerangriff. Das klingt doch gut. Und drücken Sie weiter links, um die Dauer der Schläge nach einem Zornangriff zu verlängern. Ich drücke doch immer links. Drücken Sie Q für einen schnellen Stampfer, der allen Gegnern Schaden zufügt. Das kriege ich auch noch hin. Halten Sie Q gedrückt, um ein geladenes Stampfen auszuführen. Das Gegner in die Luft schleudert, das ist doch schön. Stärkeren rasenden Schmetterangriff. Ja. Rechts gedrückt halten, was soll's. Was soll's? Ich muss verrückt sein. An den Füßen. Mit bloßen Hemden. Mensch, ist das Kampfsystem kompliziert. Das ist ja schön. So, hoch mit uns. So. So, das Viech ist auf jeden Fall mal befreit. Au, 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 au. Au, au, au. Ja, mein Sohn. 1, 2, 3. Au. Komm schon, hau drauf, Kollege. Bin vorsichtig. Von hinten. Na komm schon. Ohne Mann. Komm, wir schaffen ihn. Guck mal, wie viel Schaden ich mit bloßen Händen mache. Hinter dir, Bruder. Ist ja gut. Boah, der sieht sich das auch nur an hier. Der ist gut. Gut, dass die Rüstung weg ist. Habe ich es geschafft? Wieso habe ich es noch nicht geschafft? Ja! Ich krieg's hin. Oh, schön. Haben wir den besiegt. Ich habe nicht dran geglaubt. Und jetzt sterbe ich wegen so einer kleinen Explosion vielleicht noch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ob er dich noch kennt? Wer weiß. Vieles ist anders seit unserer letzten Begegnung. Ich hatte noch Beine. Ja. Die haben wir dir aber fachmännisch abgetrennt. So, dann auf mit uns. Das war, glaub, der falsche Weg. Das war, glaub, der falsche Weg. Na gut. Boah, war das ein Kampf. So, wenn der mich jetzt nicht verbrutzelt.
Nochmal so ein Typi. Komm schon, Drache. Hilf mir, Drache. Ja! Danke, Drache. Fuck. Das war's denn also? Ja, das war's. Oh, Mann. Aber macht Spaß. Macht Spaß zu scheitern. Das muss man sich nur immer einreden. So. Ja, ich ja gut, das schaff mal. Wer lacht... Au! Wer lacht denn da wieder so dämlich? Ist ja gut. Au! Taktischer Rückzug. Gute Idee. Ja, ich gehe schon in Deckung. Hier, mein Sohnemann. Du machst das. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich nicht. Hab ihn in Ruhe. Weglaufen. Taktischer Rückzug nennt man das. Au. Komm schon, Drache, hilf! Hilf! Hast du geholfen? Drachi! Oh, eine Vase. Und ein Helfer-Item. Das hätte ich doch gebraucht, bevor ich umfall. Okay, wir schaffen's. Keine Bange, ich hab einen Plan. Nicht sterben heißt der. Oh. Na, manchmal, vielleicht sollte ich das Steam-Overlay ausschalten. Manche Tastenkombinationen mit Shift führen dann doch eher zu Störung. Wieso seid ihr alle so hoch gelevelt? Au. Ich dachte, der Typ da oben wäre schlimm. Ja, Bruder kriegt aufs Maul. Bruder kriegt nur aufs Maul. Ich setze mein Schild aber auch nicht ein. Vielleicht ist das der Fehler. Einmal probiere ich es noch, ansonsten komm mal später zurück auf das hier. Aber irgendwie, wenn ich das taktisch anstellen, muss das doch gehen. Ja. Wiedergängerin. Nimm's wie du willst, das Ding näher. Komm schon, Drache. Spuck Feuer. Au. Doch nicht auf mich. Ja, eben. Lass mich in Ruhe. Atreus, nein, weich hinaus. Atreus, auf die böse Hexe. Auf die böse Hexe. Au. Du hast keine Zeit, Junge. Weg hier. So. Hexe ist schon mal tot. Helf-Item ist hier. Ist das nicht schön? Drachi. Au. Das nehme ich. Mein Sohn ist ganz gut. Beschwör mal deinen Hund. Dankeschön. So, ich renne einfach eine Weile hier rum. Das klingt doch nach einer guten Taktik. Was ist mit dir los? Hast dich wieder aufgeheilt? Das gefällt mir gar nicht. Ach, komm schon. Okay, das war das letzte Mal. Wir kommen später hierauf zurück. Einmal nach oben. Ja. Das müssen wir... Ich muss stärker werden.
war vielleicht etwas überambitioniert. Nee, gut. Haben wir schon mal gesehen, dass man dafür ein bisschen mehr Talent braucht oder ein bisschen mehr Skillpunkte. Das wäre mal schon hinbekommen. So. Vielleicht kriegt das ab hier auch selbst hin. Hab ja die Siegel gebrochen, dann muss er nur noch den Rest tun. So. Der Kanal des Steinmetzes. Genau da, wo ich hin wollte. So. Ich habe eine Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inungarap, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und also. In der Leere trafen sie aufeinander und hervorging... Du wurdest so früh aus dieser Welt gerissen. Wir machen später weiter. Das klingt gut. Dann kannst du nochmal von der großen Leere erzählen. Was bist du denn? Böser Geist. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt. Meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Die Waffe oder deine ich Frau? Soll ich ihre Knochen holen? Ich geht. Gulwegs Seidenmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Dann glaubt ihr kein Wort, du siehst böse aus. Zeit. Junge, wir gehen. Sie nee, haben gut. Drei Knochen der süßen Gulweg genommen und am See verteilt. Wenn ich über was stolper, lasse ich dich wissen, Kollege. Ihre Knochen, Kind. Gulweg wird dich belohnen. Nee. Gut. Wenn mal zufällig auf den Knochen stoßen. So. Eine Vase. Noch ein Helf-Item. Brauche ich gerade nicht. Bin voll gehelfet. Ah, gut. Der besondere Meister befindet sich gleich hinter diesem Tor. Das ist doch mal. Deswegen habe ich das Helf-Item nicht aufgesammelt. Was bist du denn für ein hässlicher Troll? Halt selber auf, Junge. Warum nicht? Du schießt doch gerade. Oh, da hinten ist jemand mit Stufe 2. Also die Gegner sind relativ leicht im Vergleich zu denen auf Stufe 5. Woran das wohl liegen mag? Wieso ist so hell geworden? Ah, leicht aber trotzdem. Stell ich mich an. Yeah. Komm schon. Ja, das reicht ja schon. Weg mit dir, du Monster-Troll. Hau auf meine Gegner. Hau auf meine Gegner. Da ist noch einer. Na gut. Der Troll will nicht mehr helfen. Boah, hat sich dagegen entschieden. Ja, schieß doch mal Pfeile auf den Junge. Meine schöne Gulweg. Ja, ja. Diese Welt leidet ohne ihren Geist. Vater, vielleicht sollten wir die Knochen doch suchen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden, wenn wir vorsichtig sind. Such sie, wenn du willst, Junge. Ich lasse mich nicht auf so einen Unsinn ein. Ja. Das ist doch Mumpitz hier laut Kratos. Sie ist ziemlich groß, um nur so drei Knöchelchen zu suchen, also. Naja, vielleicht sind sie ja deutlich markiert. Was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tamur. Ein sehr riesiger Riese. Der trotz glaub, seiner kenn ich. Gestalt ohne Frage der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hat. Der stolze Tamur hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Hrimthur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Hrimthur floh in die Nacht hinaus.
Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Wieso? Was geschah dann? Will man Thor nicht in einer einsamen, dunklen Gasse begegnen? Erzähl doch weiter. Mensch, ist es hier kalt. Da wird er wieder ganz klein. Ich merke das schon. Thor tötete ihn. Oh nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörd verehrten. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Na gut, wissen wir schon wieder mehr. So. Weg mit den Möwen. Zum Händler wird man auch kommen. Das ist doch was Schönes. Ein Wolf! Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Dann mal los! Der ist doch nur Stufe 2. Was habe ich denn für Probleme? Guck mal, wie gut der drauf geht. Was heißt hier gefährliche Bestie? Die hat ja noch nicht einmal getroffen. Oh, jetzt gibt's da zwei. Jetzt hat er getroffen. Au. Hey, wo ist der Wolf hin? Au. Au. Lass meinen Arm los. Lass meinen Arm los. Wie schnell muss ich das eh denn drücken? Junge, du hättest ihn auch einfach mit dem Pfeil abschießen können. So wenig Leben, wie der hatte. Meißel? Die Spitze. Ja. Einen sehr, sehr großen Meißel. Wo ist der große Meißel? Ich sehe einen Hammer. Oder ist das... Nee, das kann nicht die Spitze vom Meißel sein. Das ist definitiv ein Hammer. Kristall im Ring sieht vielversprechend aus. Was für ein Kristall im Ring? Magisch versiegelt, fürchte ich. Ja, das fürchte ich auch. So, schieß mal rein. Oh oh. Das ist ja ein Riesen... Das hat gar nichts gebracht. Ich erkenne, dass das eine riesige Hand ist. Bruder, der Kristall ist wieder aufgeladen. Und was willst du, dass ich hier tue? Das ist definitiv falsch. War nicht falsch. Oh, netter Trick, Junge. Danke, seine Idee. Gut, das müssen wir in der anderen Richtung nochmal machen. Ich sehe da was. Die Truhe können wir nicht einfach so einsam zurücklassen. Keine Lootkiste wird zurückgelassen. So, her mit dem Hacksilber. Ich brauche unbedingt eine höhere Stufe irgendwann, damit ich den Drachen befreien kann. Und dann Liebe mit ihm machen. Ich weiß nicht, ob Kratos so tickt. Ich schätze mal. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war in Frostriesen. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug alles gefrieren. Das ist nicht sehr nett. Dann haben ja gar keine überlebt. Wer hat die Geschichte dann erzählt? So, schöner Wandteppich. Ich interessiere mich aber eher für die Vasen. Oh, das ist auch verschlossen. Magisch versiegelt. Ja. Ah, hier hängt zumindest ein... Na komm. Ein bisschen Hacksilber. So, können wir denn irgendwie oben hin? Ich schätze ja. So, hopp. Ja. Nicht kaputt gehen hier. So schwer bin ich im Spiel doch gar nicht. So. Oh, Kisti. Ja, mit dem Zeug. Komm schon. Siehst du? Nee, aktuell sehe ich nur einen Toten, der eine Würmrunen-Schulterrüstung hat. Selten Brustrüstung. Okay. Jetzt Schulter oder Brust?
glaube, das ist bei Kratos egal. So. Da ist der Meißel. Finde die Spitze des Meißels. Das ist die Magie, die wir brauchen. Und wie hat Thor den scheiß Hammer da rechts gehalten? Der Tor ist so klein. Gegner. Gegner? Wo? Auf dein Zeichen. Dann geht's jetzt wohl los. Ja, hab dir mein Zeichen gegeben. Er muss vorsichtig sein. Okay, ich auch ein bisschen. Ich beite deinen Schädel. Hier. Du hast aber ordentliche Klauen. Ihr solltest dir mal trimmen lassen. Vorsicht, Atreus. Wolf. Sehr gut. Ich mag deinen Hundi. Komm schon. Wie viel verträgt denn der Kollege? Ja, ich bin fertig. So. Nur noch nicht mit Looten. Na gut, bisschen Hacksilber. Und Vasen. Mit Gesundheit drin. Das ist aber eine schöne Zeichnung hier, die hier reingemeißelt wurde. Bringt die mir was? Schön her mit dem Zeug. Und ein Schlitten mit einer Kiste drauf. Den Inhalt nehmen wir mal. Dann ist der Schlitten auch nicht so schwer zum Schieben. Runen, Weber, Plattenarmschienen. Armrüstung selten. Was hast du gesagt, Junge? Guck mal. Hä? Was siehst du da unten? War hier ein Knochen drin, den wir finden müssen? Keine Ahnung. So, guck mal, du darfst was lesen. Was steht da, Junge? Ja. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Na ja, man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn hier. Na gut. Wofür man nicht alles verehrt wird. Sehr. Ja, ich kann das kaputt machen. Oh, zumindest teilweise. Na gut. Er startet das Welten, ein Lichtkristallsockel. Aber wo ist der Kristall? Das ist immer so eine gute Frage. So, Loot. Ein Glück keine Galionsfigur, sondern nur Hacksilber. So. Das ist jetzt tatsächlich eine ganz gute Frage, wo der Kristall abgeblieben ist. Vielleicht irgendwo im Wasser. Hier ist aber Blut eingefroren. Sieht ja cool aus. Der Blutspur nach. Die sehen anders aus. Sind das Eisnachtmare? Also die waren immer schon ziemlich schwach. Der ist ja gut. Man muss nur treffen. So. Einmal den kleinen Styroporstein hier beiseite schieben. Also das nenne ich mal Riese. So habe ich sie mir vorgestellt. Nur lebender. Wie kommen wir runter? Durchs Eis, schätze ich mal. Einfach draufhauen. Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge. Bereit. Pass auf! Na komm schon. Und jetzt ordentliche Runenstärke hier. So, ich bin eh voll wütend. Was ist mit dem? Der nimmt ja gar keinen Schaden. So. Mehr kann ich nicht machen. Au.
So, dann hau mal erstmal dem auf die Mütze. Vielleicht mit Fäusten. Wenn ich so wütend bin. Hier, bam. Mensch, die hatte aber oft diesen einen Finisher-Move. Oh, da ist was rausgeploppt. Sehr schön. Ein Glück habe ich die Rage eingesetzt. Was ist hinter mir? Ach, noch so ein Troll. Au. Au. Kann nicht auf alle Seiten gleichzeitig aufpassen. Ich glaube, wir müssen erstmal wirklich den... Noch ein Troll. Gut, dann müssen wir einen so weit platt machen, dass wir mit dem Troll auf andere Sachen wieder hauen können. Komm schon. Immer noch leichter, als gegen die drei Typen da beim Drachen zu kämpfen. War wohl wirklich ein bisschen ambitioniert. Nicht, dass wir es nicht irgendwann geschafft hätten, aber dann wäre die Folge umgewiesen. Und vielleicht die nächste auch noch. Ja, ja. Bin vorsichtig. Jetzt? Nein, hau ihn doch nicht zu Brei. Sehr gut. Wir müssen damit nämlich die anderen kloppen. Ja! Nicht mein Sohn. Troll gegen Troll, wer wird gewinnen? Sehr gut. Hey, ich wollte doch den anderen eigentlich besitzen. Das ist doch nicht, was ich machen wollte. Au. Wo bin ich denn hin? Gut gemacht, Atreus. Der Hindler ist ja schon da. Sind wir eigentlich die einzigen, die hier rumreisen? Der macht sein Geschäft ja echt nur mit mir. So, ich habe genug aufgesammelt. Gibt's hier noch was zu looten? Atreus, hier. Ja, Vater. Was, Atreus, hier? Ich sehe nichts, wo Atreus helfen könnte. Da oben ist eine goldene Kiste. Ja, wieder dieser Adler oder was das ist. Hat wohl nur ein Motiv gehabt, der Künstler. Das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel versteckt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das. Das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und... Euer Hirn versteht nicht, was es sieht, und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Das ist ja praktisch. Bei Drachen funktioniert das wohl nicht. Wollte gerade schon fragen. Gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Brauch sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Ja. Na dann kommt. Sehr schön. Deshalb war Brock im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt. Kein Wort mehr. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Vorsichtig. Vorsicht. Einmal mit dem Hammer geklopft und jetzt sollte besser sein. Dankeschön. Na gut. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Episode angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.